Gegen Punkte, Tore, Sensationen gibt es ein zweites Rennen. Der DFB und RAN suchen die besten Fans der Liga. Ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier die jüngsten Stimmen zur Aktion. Warum hat Dortmund die besten Fans der Liga? Ja, weil wir die schönsten Maskottchen haben. Weil sie freundlich sind. Und weil sie auch verlieren können. Weil sie lustig sind. Die Bundesliga-Kapitäne wählen. Phänomenal. Wer sind die besten Fans? Zurzeit der 1. FC Kaiserslautern vorne, Dortmunds Zweiter, St. Pauli knapp dahinter. Oma Erna findet das nicht ganz in Ordnung. Beim letzten Spiel in Kaiserslautern, da waren die Fans auch sehr ungehalten. Nicht? Beim letzten Spiel, nicht? Waren die doch ungehalten gegen die Sevilla-Mannschaft. Da haben die gepfiffen. Das würde hier ja nie passieren. Am 10. Spieltag sahen 220.000 Teilnehmer der Aktion phänomenal folgende Ergebnisse. Kaiserslautern-Düsseldorf 2:0, Dortmund-Köln 3:0, St. Pauli-Bayern-München 0:1, Stuttgart-Frankfurt 3:2, 1860 München-Karlsruhe 1:1 und Freiburg gegen den Hamburger SV 0:3. Und das passierte gestern Abend. Nach dem Spiel gegen Schalke war Bayer-Trainer Erich Ribbeck nicht mehr zu halten. Seine besonderen Grüße galten dem Schiedsrichter. Können wir mit der Gelsenkirche nehmen? Aber ganz kurz, Herr Ribbeck. Nee, ich habe keine Zahl. Nee. Schiedsrichter Zerr zeigte Leverkusens Rodrigo rot. Der schien sichtlich überrascht. Doch mit beiden Beinen in den Mann, das ist rot. Erich Ribbeck sah das anders. Es sind so viele Fouls passiert im Spiel, die entweder gar nicht geahndet oder mit dem Freistoß geahndet oder mit einer gelben Karte geahndet worden sind. Und da finde ich es eine ausgesprochene Sauerei, wenn da eine rote Karte gezeigt wird. Wahrscheinlich war er so aufgebracht, weil seine Mannschaft so dicht dran war am Sieg gegen Schalke. Fast hätte Markus Münch für allgemeinen Schrecken gesorgt. Mein Gott, geht das hier hin und her, dachte sich wohl Bernd Schuster. Gestern 90 Minuten nur Zuschauer. Es war ein Spiel, das richtig an die Nerven ging. Mittendrin immer Schiedsrichter Zerr. Auch Ribbeck warf am Schluss noch mal ein Auge auf ihn. Sein Kommentar. Das war der Schiedsrichter. Naja, da muss man ja gratulieren. Den Schalkern war es egal. Am Ende sangen sie nur noch Glory, Glory, Halleluja. Schalke auswärts immer noch ungeschlagen. So schön kann ein Unentschieden sein. Die Geschichte des Spiels Uerdingen gegen Rostock wäre eigentlich schnell erzählt. Steffen Baumgarts 8. Tor im 10. Spiel bedeutete die Rostocker Führung. Erik Meyers Freiflug signalisierte das 1:1, den Ausgleich. Und dann kam die Szene des Abends. Horst Steffen ließ sich schon feiern. Doch Schiri Frei entschied, die anderen starteten zu früh in den Strafraum. Kein Tor, Wiederholung. Das ist der erste Schiedsrichter, der das im Grunde abpfeift. Immer wieder trifft es uns und das ist schon für die Mannschaft bedauerlich. Die RAN-Analyse. 17 Mal hieß es diese Saison Tor durch Elfmeter, 11 Mal mit Frühstart. Vollversammlung im Strafraum kein Einzelfall. Das Exempel von Uerdingen hatte Folgen. Bei der Wiederholung Uerdingens Nummer 18 Meier wieder zu früh, nicht regelgerecht. Steffen verschoss, die Siegchance für Uerdingen futsch. Es blieb beim 1:1. Aus gegebenem Anlass präsentieren wir heute zuerst das Ende der Tabelle. Schlusslicht der SC Freiburg, letztes Jahr noch Tabellendritter. Köln davor tief im Keller. Der HSV nach seinem ersten Saisonsieg 12. St. Pauli als 11. zum ersten Mal in der unteren Tabellenhälfte. Den größten Sprung machte der 1. FC Kaiserslautern von 16 auf 10. Kurz die Übersicht. Auf Position 9 der KSC. Der VfB Stuttgart seit 4 Spielen ungeschlagen, jetzt schon 4. Ganz oben Bayern Tabellenerster. Dahinter Dortmund, Rückstand 3 Punkte. Rostock hartnäckig auf Rang 3. Doch der Aufsteiger kann noch verdrängt werden, denn morgen spielt Gladbach gegen Bremen. Wenn wir das gewinnen am Sonntag, dann glaube ich, dass wir längere Zeit unter den ersten drei bleiben werden. Und auch deutscher Meister werden können. Wir können alles. Das liegt an uns selber. Wir müssen nur die Spiele gewinnen. Gladbach gegen Bremen. Der Spitzentanz geht weiter. Morgen in Ranissimo. Und an diesem Samstag in 0:5, die 4. Heimniederlage der Saison. Meppen gegen Mannheim 2:1. Das war übrigens Meppens erster Saisonsieg. Die anderen Spiele sind von gestern und es finden einige morgen statt. Bleibt ganz ruhig. Ihr kriegt die Ergebnisse von mir nach der Sendung noch mal in aller Ruhe. Da ist also die Tabelle. Jetzt hat es auch geklappt. Bochum, Leipzig, Duisburg vorne. Und jeder sucht sich seinen Verein raus. Auch hier haben wir eine Übersicht. Und unten ist es dann eng für Meppen, Wolfsburg, Wattenscheid
und Mainz. Ist halt immer ein bisschen was los bei uns. Eine Geschichte sollen wir auf keinen Fall vergessen. Ciao.